Wie mache ich das jetzt hier am besten? Mich hat so ein Wüstenzombie geschlagen. Haben die auch irgendeinen Effekt? Ja, du kriegst diesen Hunger-Effekt, als wenn du Zombiefleisch isst. Ah. Für 30 Sekunden. Ein Hunger-Effekt. Warum habe ich das eigentlich so gemacht? Bin ich dumm? Ich wollte es eigentlich anders machen. So wollte ich das eigentlich machen. Na, wisst ihr was, das sieht scheiße aus, das ist ungleichmäßig. Bauen wir das noch eine Reihe länger. Nimmst du auch Pilze für uns mit? Werde ich machen, Das ist schön. wenn ich jetzt gleich zur Pilzgrube-Insel gehe. Ich habe nur gerade ein Problem. Skelett und Hexe. Okay, zwei Skelette und Hexe. Weich einfach aus. Das Skelett 1 ist down. Kein Essen mehr in meiner Leiste. Die Hexe ist nicht das Problem, aber hier spawnen immer zu viele Skelette. Ich will die Knochen haben. Außerdem fehlt uns jetzt nur noch eine Schafswolle. Oh, tötet halt Spinnen, das wird halt auch noch gehen. Oh, scheiße, zwei Skelette. Beide im Rage-Modus auf mich. Schaffst du das? Ich hoffe es. Ich hasse diesen Bug, wir müssen echt mal catchen. So. Nichts wie weg. Oh, nicht noch eins. Oh, nicht noch eins. Bitte sterb mir jetzt hier nicht weg. Nicht noch ein Creeper. Komm schon. So, das Creeper-Loch wurde jetzt naturalisiert, sagen wir es mal so. Okay. Dann Skelett. So, ich bin jetzt erstmal auf dem Meer. Ich bleibe jetzt erstmal kurz unter Wasser und heile mich wieder gesund. Okay. Bist du das? Auf der Pilzko-Insel? Nein, ich bin nicht auf der Ober, ich bin nicht auf der Oberfläche, ich bin unten. Hold up, Mann. Wir dürfen nicht wissen, dass wir uns hier verbunkern. Ich bin leise ab jetzt, ich baue nicht mehr. Sag, was passiert. Jemand mit einer Eisenrüstung. Fuck. Glaubst du, die suchen schon nach uns? Ich glaube mal schon. Ich mach mir schnell eine Eisenrüstung, ne? Komm lieber schnell hier runter, dann können wir uns erstmal verstecken. Ich bin an Land verbaut, also ich bin unter der Erde erstmal verbaut. Unter Wasser.
trau mich gerade nicht, die Kiste zu öffnen. Denkst du, die Person hört das? Mach's erstmal nicht. Okay. Willst du mich bitte am Laufenden? Ich würde gerne wissen, was da passiert. Ich sehe selber nichts. So, okay. Ja, tut mir leid. Du musst mir helfen, koordinatentechnisch. Was brauchst du? Unsere Koordinaten, also deine Koordinaten, eher gesagt. Minus 229, 58 und 65. 68. 65. 65. Und Höhe, Y? 58. 58. Mhm. Okay, ich muss mal gucken, ob das jetzt hier mit dem Also x Wasser war minus passt. 292, ne? Falls du es dir gemerkt hast. 297 oder wie? 92, aber 97 sollte auch bei uns sein. Ja, 97 ist auch bei uns. Jetzt mal nach oben. Okay. Scheiße, er ist hier. Wer ist hier? Einer, er sieht mich. Er kommt. Run. Na los. Er hat eine volle Eisenrüstung an, ich komm raus. Ich brauch Hilfe. Ich habe aber meine noch nicht gecraftet, warte, ich beeil mich. Wo muss ich hin? Zur Pilzkohlinsel? Ja, schnell. Ja, sorry. Er ist fast bei mir. Fuck. Er ist schneller als ich. Tut mir so leid, aber ich muss mich erstmal ausrüsten, weil wenn ich ohne Eisenrüstung da rausgehe, bringt das nichts. Gut, ich bin bereit. Ich komme zur Pilzkuhinsel, okay? Versuche zur Pilzkuhinsel zu gehen, dann wirst du mich treffen. Auf mich stoßen, eher gesagt. So. Baust du dich hoch? Du bist es, der sich hochbaut, ja, oder? Okay. Da ist ein Creeper unter dir. Ich weiß. Der hat's auf ihn abgesehen. Warte mal. Der Creeper geht zu ihm. Er hat dich gesehen. Komm schnell. Ich komme drunter. Der kommt, der Creeper. Hab ihn. Hab ihn. Ja, Creeper ist kein Problem. Okay. Okay. Looten wir erstmal, okay, oder? Mhm. Warte, ich will noch hier oben den Dirt wegbauen. Er hat auch eine Wolle dabei. Nimm dir die Eisenrüstung von ihm. Okay. Schnell, beeil dich. Also Rotbartpirat ist ertrunken. Mhm. Ja, Angel, ich will noch die Hinweise verwischen. Die waren doch auch hier, die wissen doch, dass wir hier waren. Ja gut, wer sagt, dass sie dir das genau gemerkt, also wer sagt, dass sie sich das ganz genau gemerkt haben? Ich habe halt keinen Inventarplatz mehr. Nimm alles mit, was du mitnehmen kannst, dann teilen wir das in unserem Bunker auf. Die Spitzhacke, und da ist noch Schießpulver. Schnell zieh einfach die Rüstung an. Ja, genau. Warte, hier, ich habe noch die Rüstungsteile für dich. Willst du die noch schnell haben? Ja, warte, komm. Super. Dann lass uns verpissen. Okay. Das war knapp. Schnell. Die wissen nicht, wo wir wohnen, oder? Die haben nichts gesehen. Nein, die haben nichts gesehen. Gut. Schnell, solange sie uns nicht sehen, dann können wir wieder zurück und uns erstmal verbunkern für ein paar Tage. Hier, oder? Wo war das? Nein, falsch. Da war es auch nicht. Warte mal, hier, guck. Hier, merkt ihr einfach das hier. So, schnell, geh rein.
Super. Ich habe mich bei dem Dirt hoch runtergebaut. So, also hier ist übrigens die Farm, die jetzt gerade schon am Entstehen ist, wenn du sie mal anschauen willst. Gibst du mir 2 weiße Wolle? Oder 2 Wolle? Ach ja. Also ich würde mal sagen, die erste Runde geht an uns, oder? Aber siehst du, hier Rotbart, der hat mich gesehen und wollte dann gucken und tauchen, wo ich bin. Aber naja, das hat dir dann nicht ganz so gut geholfen. Ja, offensichtlich. Warte. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das hier zu hoch. Aber ich habe schon die ganze Farm gebaut. 58. Ja. Anfangs werden wir auch noch bleiben. Können wir bitte die Karten tauschen, damit ich weiß, wo das Dorf ist? Oh, hast schon richtig viel erkundet. Das Dorf ist ganz oben links. Ich sehe es, ich sehe es. Super, gut. Das Lila ist die Pilzkuhinsel. Basti, ich weiß. Ich sehe es doch. Ich wollte es nur sagen. Ja. Was ist, wenn sie die ganzen Kistengeräusche? Da habe ich am meisten Angst vor. Weil wenn sie uns finden, müssen wir wieder umziehen. Lass die Kiste offen. Ich habe keine Kiste offen. Stören die Geräusche oder? Weißt du, ich erschrecke mich sozusagen. Ich dachte, was ist das jetzt? Kannst du mir bitte die Knochen okay, geben? Okay, na, wenn sie uns finden. Ja. Gott, ist das beängstigend. Ja. So eine, ist wie so eine Art Minecraft um 3 Uhr nachts Challenge, weißt du? So. Das ist für völlig normale Weizen-Saplings. Ja. Ich pflanze sie aber mal hier vorne, wo es Licht ist, ne? Ja. Bringt Warte. Nichts. Ich habe Fackeln vorbereitet, aber dann hast du mich gerufen, deswegen habe ich die noch nicht eingesetzt. So. So, das war's erstmal. Obwohl, vielleicht auch noch nicht. Ich habe hier doch noch was. Pass auf, ich grab ein Loch bei unserem Leiterschacht. So, Höhe 40. Damit bin ich weitaus zufriedener. Was machst du denn bei Höhe 40? Erdriss, yay! Das könnte bei uns aber auch aufdecken lassen, ne? Ich weiß, deswegen. Also wieder zurück das Ganze. Nehmen wir doch mal Höhe 46. Immer noch Erdriss. Hey, wie hoch geht er denn? Andrew, wir wohnen direkt über dem Erdriss. Lass es erstmal so lassen, okay? Weißt du was? Ich baue mir jetzt hier einfach längst meine Behausung. Du kannst gerne da oben wohnen bleiben, aber
bauen wir jetzt hier längst am Rand des Erdrisses eine Behausung. Wäre es nicht besser, wenn wir zusammen wohnen, einfach deswegen, dass wir dann zu zweit stärker sind und dass wir schneller zusammen sein können? Also schneller im Sinne von Ich man habe kann. Angst da oben. Dann komm mit runter, wenn dann bauen wir uns einfach halt in die andere Richtung des Erdrisses. Aber hier oben habe ich, wie gesagt, schon die ganze Farm gebaut. Wollen wir die nicht einfach hier stehen lassen und dann. Ja, klar, da oben wird doch immer noch unser Anfangsraum bleiben. Habe ja nicht gesagt, dass wir das wegreißen. Du könntest sterben, wenn du hier runterfällst, also pass auf. Ja, ich gehe noch nicht runter, ich bin noch nicht fertig mit der Farm. Ich muss erst alles fertig einpflanzen. So. Das Knochenmehl. Na, immerhin. So. Gut. Ich mache uns Leitern, okay? Okay. Zum Glück haben die uns nicht gefunden. Weil er hat nicht gesehen, wo du herkamst. Er hat sich voll auf mich fixiert gehabt. Ich hoffe, das warst du, der hier gerade runtergefallen Ja, ist. natürlich. Nee, weißt du, der Feind verteilt hier Leitern. Also nach dem Motto Zwangsversteigerung des Hauses, wenn die neuen Besitzer schon mal durch deine Wohnung oder durch deine Behausung gehen und sagen, hier stelle ich das hin und da das hin. Ja, dann baue ich mein Zeug auch unten hin. Aber die Farm will ich einfach oben lassen. Ja, klar. Nur da oben ist es einfach viel zu gefährlich mit den Truhen, das weißt, merkst du ja selber. Ja. Komm, danke. So. Also das ist dein kompletter Raum hier, oder? Also ich meine, das ist ja gleich bei deinem Nein, Mutter, das wird der also. Mittelraum. Okay. Dann mache ich mir hier jetzt an diese Seite einen Raum, wenn das nicht zu so dicht beim Erdriss ist. Das ist zu so dicht beim Erdriss. Dann mache ich mir hinten einen Raum. Ja. Zwei Blöcke von der Wand entfernt machst du, dann mache ich das auch. Mit synchron ist. Und mal, waren wir denn hier? Perfekt, haben wir genau hier eine Mittellinie. Ja, ich muss noch so mein Zeug retten, weil ich habe oben gerade die Kiste abgebaut und da schwebt immer noch was rum. Ich frage mich aber echt, was deren Plan ist. Ich habe auch so viel Steinscheiß jetzt hier dabei. Dass die auch alles noch irgendwo rauswerfen. Und die hatten Also, noch einen Eimer. wenn du Steinspitzhacken nicht brauchst, gib die mir. Ich baue Davon die sind keine dabei, kaputt. aber Schaufeln hätte ich da. Eine Schaufel. Nehme ich auch. Alles, was Steinwerkzeug ist, nehme ich. Hier. Noch eine Axt ist dabei gewesen. Danke. Ich glaube, für die zwei Schwerter hast du kein Interesse, oder? Nö, die können wir irgendwo hinwegschmeißen. Also hier höre ich immer noch das Truhengeräusch, also
Wenn die es da oben erst recht hören, wenn sie da lang gehen. Ja, aber hier sind wir unter Aber hier hört Wasser. man es nur noch ganz, ganz leise, ja. Stimmt. Weißt du, was ich langsam glaube? Ich denke einfach nochmal, der hat, also hier Rotbart hat gesehen, dass ich unter Wasser gegangen bin und dann nicht wieder aufgetaucht bin. Da haben die bestimmt gedacht, in dem Meer ist unser Lager. Weißt du, wie ich meine? Und er hat dann danach gesucht und ist dann da ersoffen. Und sein Kumpel hat immer noch in die Richtung geguckt. Dann hat er mich gesehen und ist dann ins Wasser. Und dann habe ich so eine Schleife gedreht, habe mich hochgebaut. Ich habe einfach nur gebetet, dass er jetzt keinen Bogen hat. Ich habe mir gedacht, wenn er jetzt einen Bogen hat, dann ist es vorbei. Ja, ich, wie gesagt, ich musste aber auch echt eine Eisenlust machen, weil sonst hätte er mich auch mit 2 Schlägen getötet. Also, das hätte nicht viel gebracht. Jetzt können wir uns eventuell auf Belagerung einstellen. Ja, ich habe auch Baumsaplings da, also alles ist gut. Also von Eichenbäumen Okay. meine ich. Also dann müssen wir hier nicht mit Fichte bauen. Nahrung geht noch einigermaßen bis Wie jetzt. gesagt, wir haben eine Farm. Also bald wird es keine Nahrungsprobleme mehr geben, wenn hier alles gepflanzt ist. Also hoffen wir zumindest mal, dass das stimmt. Mach das hier oben mal so klein wie möglich. Holst du bitte mal dein Zeug ab, damit ich da weitermachen kann. So. Weißt du, ob es Tag oder Nacht ist, zufällig? Kann ich sofort herausfinden, wenn du willst. Ich mache nur schnell eine Uhr. Okay. Also ich denke einfach nur so, jetzt legt sie sich bestimmt an wie schlafen und guckt nach, aber ich mache mir eine Uhr. So komplett luxusmäßig, weißt du? Ja, dann haben wir die für immer. Dann wissen wir auch, wann es Nacht wird und wann es Tag wird. Also, das, ja, es ist Nacht. Mitternacht, um Ist genau zu sein. Mitternacht. Sehr gut. Bist du auf der Leiter? Okay. Ich war schon. Ja, war ich. Ja. Man weiß erst So, dann, ich dass man setze jetzt sicher mal ist, wenn man die meinen ganze Spawn. Zeit. Ja. Mach ich auch mal. Gut. Jetzt kommst, legen sie sich auch so hin. Das ist eigentlich unsere Mittellinie. Ich weiß, die mache ich aber mit Cobblestone. Und darf ich dich von einem Design überzeugen? Nein, komm, es geht hier nicht um Design, Basti, es geht hier um einfach nur um Nutzen. Das Holz können wir für andere Zwecke gebrauchen. Du kannst ja deinen Raum so Es tut mir einrichten, wie du leid, aber willst. Aber die Trennwand bleibt bitte aus Cobblestone. dann machen wir die komplette Front aus Cobblestone. Ja. So. Wir können aber den Erdriss perfekt nutzen. Nicht für Farming. Obsidianquelle. Nicht nur deswegen. Aufgrund der hohen Decken können wir da eine perfekte Baumfarm reinhauen. Ja.